Hallo miteinander, Ausgabe Nummer 10 von Headstart. Ein Jubiläum. Heute machen wir einen kleinen Exkurs in die Automobilbranche. Als Gast bei uns heute der Nico Heini. Nico, schön hast du den Weg zu uns in Kreis 4 gefunden. Heute für mich auch eine spezielle Sendung. Ich komme ursprünglich auch ein bisschen aus der Automobilbranche. Jetzt habe ich endlich mal jemanden da, der mir ein bisschen über das Thema plaudern kann. Freut mich, bist du da? Kannst du gerade schnell sagen, wer bist du und von welchem Unternehmen kommst du vor allem? Ja, genau. Danke für die Einladung. Ich bin Nico, bin 21 und komme von der Firma First Car. Wie man so schön sagt, Profis für Fahranfänger. Genau, jetzt, du bist eigentlich sehr jung, wieder mal jemand da, der wirklich jung ist. Und hast eigentlich jetzt, soweit ich das weiss, nicht ein weiterführendes Studium oder so gemacht, sondern relativ schnell auf die Karte Selbstständigkeit gesetzt. Kannst du vielleicht dem Zuschauer gerade schnell erzählen, wie ist es da dazu gekommen? Also ich habe zuerst den klassischen Weg gemacht, das Gymi. Ich habe aber dann nach 4 Jahren gemerkt, das ist glaube ich, das, was alle von mir würden wollen, aber nicht das, was ich von mir selber will. Und das war nicht so das für mich. Und habe mich dann entschlossen, 2 Wochen vor der Sommerferie, dass ich das nicht mehr weitermachen möchte. Dann ist es natürlich relativ schwierig, dass du eine Lehrstelle findest, 2 Wochen vor der Sommerferie. Da kannst du, glaube ich, Einstein sein und es würde immer noch nicht klappen. Auf jeden Fall habe ich dann einfach eben so eine Wirtschaftsschule gemacht. HSO ist das in meinem Fall gewesen. Und dort machst du einfach 2 Jahre Schule, 1 Jahr arbeiten, anstatt dass du irgendwie mit der Berufsmatur 3 Tage Schule hast pro Woche. Machst du das in dem Sinne so ein bisschen abtrennt. Und genau, nachher machst du das Praktikumsjahr nach diesen 2 Jahren Schule. Und eigentlich direkt nach dem Praktikumsjahr habe ich mich dann entschlossen, mich selbstständig zu machen. Genau, ja, damals eben ist das nach einem halben Jahr habe ich dann noch dort weitergearbeitet, so auf 60%. Die Firma habe ich bis vorher schon gegründet, also zumindest mal die Idee gehabt, die Webseite aufgesetzt. Oder? Und dann ziemlich genau am Ende von der Lehre dann mit, dem GmbH, also mit der GmbH offiziell gegründet. Ja. Ich muss jetzt gleich noch mal so ein bisschen zurückhaken, weil ich finde es persönlich vor allem auch relativ spannend. Du hast dich wirklich dazu entschieden, wie du gesagt hast, eigentlich aus eigenem Interesse, wie du das Gefühl hast, du bist ein bisschen wie das Gymi reingedrückt worden, das abzubrechen. Was würdest du meinen, gibt es viele, die ein ähnliches Empfinden haben wie du und sich dann irgendwie nicht getrauen, das zu machen, gerade in so einem jungen Alter? Ja, also bei mir war es vor allem immer so, ich hatte früher einen Klassenübersprung und es hat eh von Anfang an gesagt, ich muss ein Gymi. Das ist, wenn ich mich erinnere, an die ersten Schultage, dort hat es schon geheißen, ich muss jetzt Zusatzaufgaben lösen, weil nur die Zusatzaufgaben lösen, können ins Gymi, oder? Als ich aber nachher dort war, habe ich länger, desto mehr gemerkt, dass es eigentlich nicht das ist, was mir gefällt. Ich glaube, es gibt ich glaube, du hast heute weniger als früher, aber hast heute sicher immer noch einen gewissen Druck. Früher war ja ganz klar, das Gymi ist besser als alles andere, wo man ist. Das ist meiner Meinung nach heute nicht mehr so. Darum hat man früher gesagt, hey, versuch das Gymi zu machen, ja, wenn du es kannst. Oder? Aber ich kenne jetzt doch immer mehr und mehr, die sagen, sie sind im Gymi und sind nachher rausgegangen oder sind gar nicht erst gegangen. Also ich glaube, es ist nicht mehr, es ist ein Weg von vielen heute und nicht mehr der einzige gute Weg, wie es damals so war. Okay, würdest du aber meinen, hast du eigentlich nichts verpasst, beziehungsweise hast du es bis jetzt bereut, dass du den Weg so eingeschlagen hast, wie du es jetzt gemacht hast? Ja, also die Leute haben gesagt, eben überleist, dass du einen guten abbrichst, oder bereust du es dann, aber ich habe es keine einzige Sekunde bereut. Okay, super. Von dem her ist es rückwirkend die richtige Entscheidung gewesen. Nachher, eben, du hast gesagt, eigentlich hast du den First Car schon angefangen zu gründen, dort, so ein bisschen nebenbei. Ich weiss, das ist eine relativ spannende Story, wie es zu dem gekommen ist. Du musst vielleicht schnell erzählen, was ist First Car, ganz rudimentär. Wir werden es nachher ganz klar noch genauer beleuchten und vor allem, wie bist du darauf gekommen? Also eben First Car ist eigentlich so ein bisschen die Anlaufstelle oder auf Neudeutsch der One-Stop-Shop für alles von dem ersten Auto. Wir begleiten und beraten Fahranfänger und solche, die es werden wollen. So in dem Moment, wo sie sich entscheiden, mal ich fange zu Auto fahren, bis dann mit zu dem Moment, wo sie im eigenen Auto hocken. Das ist so das, was wir machen. Das machen wir mit ganz vielen verschiedenen Sachen, die wir nachher vielleicht noch ein bisschen hören werden. Eben drauf gekommen bin ich damals vor, jetzt mittlerweile 3,5, 4 Jahren, aus so 2 Erlebnissen, die ich hatte. Und eben das eine war, dass mein Sandkastenkollege, also der, den ich am längsten schon kenne, jetzt bald seit 17, 18 Jahren,
Er hat, auf Deutsch gesagt, einen ziemlichen Fehltrick gemacht mit seinem ersten Auto, das er sich geleast hat. Weil er sich einfach schlichtweg nicht leisten konnte. Nachher ist er arbeitslos geworden und dann ist dann die ganze Spirale gekommen mit Betreibungen, nachher Privatinsolvenz etc. pp. Genau. Und ich habe ihn damals gefragt, wieso er das gemacht hat. Oder? Ich meine, ich verstehe das, ich würde auch gerne ein schönes Auto fahren mit 18. Ich glaube, wer will das schon nicht? Vor allem bei uns Männern ist das so. Aber eben, er hat mir dann gesagt, du, schau, ich habe einfach gar nicht gewusst, was ich sonst machen soll, oder? Weil er hat gesagt, im Internet gibt es jetzt in meinem Auto, das glaubt, über 150'000 Fahrzeuge. Oder? Und er hat keine Ahnung, er weiss, das Auto hat vier Räder und einen Motor. Und wenn er jetzt dort herausfinden kann, welche wirklich gut sind und welche das passend ist für ihn und was auch vielleicht sein Budget ist, das hätte ihm niemand helfen können. Einfach im Nachbardorf in die Garage gehen, hat er auch nicht wollen, weil wir haben bei uns Hyundai gehabt. Das ist mittlerweile zwar auch interessant für Junge, vor 4-5 Jahren noch nicht so wahnsinnig gewesen. Das ist so. Und seine dritte Option ist die, dass er sich sein Auto leist, das er einfach immer schon wollen, oder? Jetzt so aus meiner Sicht, heute mit der Erfahrung, die ich habe, ist das ein Leasing, das niemals hätte angenommen werden von der Bank. Genau, aber es ist nachher einfach dann so gekommen und das war sehr, sehr schwierig, um das rauszukommen. Und er hat mir eben gesagt, er hätte niemanden gehabt, der ihn da begleitet hat. Gleichzeitig habe ich gemerkt, ich kann dann selber anfangen, Nothilfekurs machen, nachher den DMV-Ausweis etc. Und habe dort auch Fragen gehabt und habe mich teilweise wirklich müssen über 5-6 verschiedene Fahrschul-Webseiten durchklicken, um herauszufinden, hey, was muss man wann und wie und wo machen. Oder? Und aus diesen zwei Erlebnissen habe ich dann gesagt, du, wenn sich sonst niemand um uns junge Leute kümmert, dann mache ich mir das zur Aufgabe. Und so ist dann eigentlich das Ganze entstanden. Ja. Also hat man eigentlich wirklich dort gesehen, dass ein Bedarf da ist, weil eben er ist wahrscheinlich ein bisschen jung und naiv gewesen. Du selber hast auch eine gewisse Überforderung wahrgenommen eigentlich im März und dann hast du gesagt, hey, machen wir doch einfach selber etwas, weil es gibt schlichtweg noch nichts, wo einfach all die Sachen eigentlich vom Nothilfekurs bis zum ersten Auto vereint. Ja, und es sind halt vor allem auch immer viele Leute, die sagen, wir sind ja Generation Z oder Digital oder was auch immer, oder? Das Internet ist ja schön und gut, das hat auch sehr, sehr viele gute Seiten, aber eben, es bringt halt auch einfach eine wahnsinnige Masse. Ja. Und was dort auch oft verloren geht, ist Qualität. Auf den grossen Portalen ist auch ganz klar die Mission Masse statt Klasse. Oder? Die wollen möglichst alle Händler drauf haben, möglichst alle Versicherungen. Und die tun nicht selektieren, welche sind wirklich gut, welche sind schlecht, welche sind seriös, welche sind nicht seriös. Oder? Und dort geht es einfach darum, dass man alle hat. Oder? Aber wirklich, wir sagen immer so, wir sind ein Vertrauenslabel. Also wir wählen das voraus, wir wählen unsere Partnerhand verlesen. So etwas hat es wirklich auch nicht gegeben, wo sagt, hey, ich nehme die jungen Leute wirklich an die Hand und ich begleite sie durch alle Schritte, auch mit den nötigen Expertisen. Oder? Und dann, eben, dann habe ich mir gesagt, wenn es sonst niemand macht, dann... Dann nehme ich das Heft selber in die Hand. Jetzt, wo du eigentlich darauf gekommen bist, das Ganze anzufangen, habt ihr da mit einer Lösung gestartet oder hat man schon von Anfang an eigentlich versucht, das ganze Portfolio in dem Sinn anzubieten? Wie muss ich mir das genau vorstellen? Nein, das ist, glaube ich, ein Prozess, wie so vieles andere auch. Also, es hat ursprünglich angefangen, eben, ich habe mir dann Meus Jux im Ricardo mal ein Auto gekauft für 100 Franken. Haben wir gesagt, das Auto für 100 Stutz, ich habe keine Ahnung von Autos, haben wir gesagt, das Auto für 100 Stutz, das machen wir jetzt einmal. Haben das aufbereitet und haben dann eben erkannt, hey, du kannst auch wirklich für 1'500, 2'000 Franken ein Auto haben, das stabil ist und gut ist und verhebt. Oder? Und haben wir dann nachher also ein weiteres Auto gekauft und dann eben mal eins gehabt und gesagt, hey, der ist jetzt wirklich auch super für Fahranfänger. Und dann habe ich eben wieder die anderen Gedanken gehabt, gesagt, weißt du, eigentlich könnt ihr jetzt schnell eine Webseite machen, mit Jimdo schnell etwas zusammenklicken, wo ich ja das Auto nachher wirklich speziell für Fahranfänger bewerben kann. Durch das ist dann eben das gekommen, dass ich gesagt habe, eigentlich könnte ich ja mehr als nur meine Autos drauf tun, sondern die von verschiedenen Garagen, wo ich weiss, dass die gut arbeiten, aus der Region und so. Und nachher ist dann eigentlich alles Schritt für Schritt hinzugekommen und relativ schnell habe ich dann gesehen, eben, hey, das Bedürfnis, das die Leute bei dem Auto haben, dass man ihnen hilft beim Aussuchen, dass sie eine Vorauswahl haben etc. Das gibt es eigentlich in der ganzen Ausbildung. Oder? Und dann eben so ein bisschen zu dem Zeitpunkt, wo wir GmbH gegründet haben, ist dann wirklich festgestanden, wir wollen wirklich alles so ein bisschen abdecken, was wir können. Du hast jetzt auch schon gesagt, eben, eigentlich hast du viele Partner, die du in dem Sinn musst zusammenarbeiten musst, dass man natürlich auch die ganze Palette, die ihr jetzt habt, kann anbieten. Das geht meines Wissens von Versicherungen über Garagisten und so weiter eigentlich durch die gesamte Branche durch in dem Sinn. Ja. Eben, ich habe vorher auch schon mal angetönt, ich persönlich habe in der Automobilbranche gearbeitet. Und dort vor allem halt auch immer mit ein bisschen den neuesten Sachen in dem Sinn. Und ich weiss, die Branche ist teilweise nicht so affin auf das Thema.
Kannst du mir das bestätigen? Und wenn ja, wie geht man mit dem um? Ja, das kann ich definitiv bestätigen. Ja, man sagt ja so ein liebevoll, es ist ein Dinosaurier, das ist definitiv so. Ja. Es geht sehr lang, bis gewisse Sachen angenommen werden, bis Änderungen angenommen werden. Das geht zum Beispiel auch, dass man sieht, dass auch zum Beispiel jetzt ein Autoscout als die Plattform, oder, die über 20 Jahre praktisch ohne Konkurrenz ausgekommen ist. Jetzt haben sie gibt es verschiedene Plattformen, die ihnen Konkurrenz machen. Oder? Mhm. Wir haben von Anfang an gesagt, wir gehören nicht dazu, wir arbeiten nicht gegen ein Autoscout. Aber das ist wirklich etwas, was man sieht. Es geht relativ lang, bis es umgesetzt wird. Das habe ich am Anfang auch ein bisschen gemerkt, als ich auf Leute zugegangen bin. Und ich habe am Anfang hat die Mitgliedschaft bei uns nichts gekostet. Oder? Wir haben gesagt, du kannst gar nichts verlieren, machst einfach mal mit, bist mal dabei, schaust mal, ja. Wenn es dir gefällt, schauen wir weiter. Oder? Und dort bin ich schon relativ auf Widerstand gestossen. Oder? Und dann habe ich mir gesagt, also, komm, jetzt kannst du etwas junge Leute unterstützen, es kostet dich nicht einmal etwas, du musst nichts machen dafür. Das war am Anfang ein bisschen speziell am Anfang. Also es ist so. Auf der anderen Seite gibt es aber wahnsinnig viel, was sich wandelt. Auch schon jetzt, seit ich dabei bin, es gibt wahnsinnig viele Startups, die kommen, auch von grossen Firmen, von einer AMAG, einer Emil Frey etc., die das auch unterstützen. Also es ist schon etwas, sich am tun. Aber es geht natürlich ein bisschen langsamer als jetzt zum Beispiel in eurer Branche. Okay, also wirklich halt, man nimmt Fortschritt war, aber es dauert teilweise ein bisschen. Es dauert immer noch ein bisschen länger als okay. Ja. Gut. Jetzt, wir haben schon ein paar Teilbereiche von First Car eigentlich angeschnitten. Ich glaube, wir haben jetzt aber ein bisschen einen Informationsüberfluss. Gerade für Leute, die jetzt vielleicht am Anfang ihrer Autokarriere stehen. Kannst du vielleicht schnell erklären, wie begleitet ihr die genau durch den Prozess durch schlussendlich? Mhm. Wirklich ganz schnell von A bis Z, euer Service. Mhm. Also eben der User oder der Kunde, der kommt bei uns auf die Webseite. Kann natürlich auch immer dazwischen einsteigen, oder? Aber im Normalfall oder im Idealfall macht er das Ganze am Anfang und er sagt, hey, ich muss einen Nothilfekurs haben. Ja. Kommt er zu uns und sagt, wo gehe ich in den Nothilfekurs, wo habt ihr einen guten Anbieter, oder? Wenn ich weiss, ich kann mich darauf verlassen. Häufig machen dort die Leute nach der Fahrschule auch dort, wo sie einen Nothilfekurs gemacht haben und wählen darum vorher eigentlich schon die Fahrschule aus, was sie wollen, oder? Und in dem Moment fangen wir an zu helfen. Und sagen, das sind wirklich gute Fahrschulen, das sind Leute, die dir nicht irgendwelche Stunden verkaufen, die du gar nicht brauchst. Oder es sind leider auch viele unterwegs, die gar keine Fahrlehrerlizenz haben, also eigentlich schwarz und illegal arbeiten. Okay. Die Leute sind natürlich nicht bei uns, von denen halten wir uns fern. Im Idealfall steigt er dort ein. Und nachher begleiten wir ihn. Ich sage immer, so ein bisschen, je nachdem, was er braucht. Oder? Jeder hat andere Bedürfnisse. Ein Automechaniker muss ich nicht erzählen, was er für ein Auto kaufen soll. Aber vielleicht können wir dann bei der Versicherung helfen oder bei der Fahrschule. Einfach der Versicherung können wir bei anderen Sachen helfen. Oder? Genau. Es ist immer recht so ein Vermitteln. Wir haben aber auch ein grosses eigenes Angebot, in dem Sinne, wo wir in-house haben. Das sind unsere Lernfahrautos. Das sind Fahrschulautos, die du kannst mieten kannst, um privat zu üben, mit den Eltern, mit den Schwestern, Brüdern oder wem auch immer. Oder? Auch das ist dann einfach so ein Produkt, das mitläuft, während du den anderen Prozess durchmachst. Oder? Okay, super. Also eigentlich schlussendlich versucht man immer, die Leute durch den gesamten Funnel so ein bisschen durchzuführen. Aber es gibt sicher einen Bestseller von all den Lösungen, die ihr anbietet. Kann man da etwas rausheben? Ja, also was wir auch am stärksten am Investieren sind, das sind unsere Lernfahrautos, das ist klar. Mhm. Da sind wir auch die Einzigen, die das wirklich so im grossen Stil anbieten in der Schweiz. Wir bauen das jetzt auch aus, dass man das wirklich national nutzen kann. Wir haben auch dort eine relativ hohe Nachfrage, dass wir ausbauen müssen, weil wir mittlerweile gewisse Leute auch absagen müssen. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Also das ist natürlich so ein bisschen das Hauptgeschäft und der Rest kommt natürlich mit, wird mitgebracht. Oder? Wir haben aber jetzt eben vor ein paar Monaten die ganze Webseite komplett neu gestaltet und komplett auf den Kopf gestellt. Und seither haben wir wirklich auch die anderen Sachen, die wir merken, ziehen da, die wir jetzt ein bisschen ausbauen tun. Oder? Aber das ist so ein bisschen das Zugpferd aktuell noch. Ja, genau. Okay, jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ihr steht jetzt, glaube ich, auch kurz vor Abschluss von der ersten Finanzierungsrunde. Ist das richtig so? Das hoffen wir, ja. Das hoffen wir. Ja, genau. Kannst du vielleicht ein paar Details dazu nennen? Ja, genau. Eben, also die Ausgangslage ist eben die, ich habe es ja in der Lehre herausgegründet und ich habe das wirklich einfach faktisch mit den 100 Franken gemacht, als ich damals das uralte Auto gesteigert habe im Ricardo. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ein Startkapital sonst irgendwo her gehabt, oder? Wenn du das halt aufbaust, plus jetzt eben mit der Zeit von Corona, die wir hatten, mit dem Lockdown, wo wir doch auch relativ heftig gemerkt haben, dann hast du halt immer sehr, sehr, sehr begrenzte flüssige Mittel. Und vor allem, wenn du Mitarbeiter hast, dann kann das relativ
schwierig gewesen in dem Sinn. Willst du auch können planen, musst eine gewisse Planungssicherheit haben. Klar, ja. Und darum haben wir jetzt eben gesagt, dass wir jetzt so eine erste Runde machen. Ich weiß nicht, ob das die erste und die einzige ist. Genau, dort sind wir jetzt seit ein paar Monaten intensiv dran. Ja. Und so wie es jetzt aussieht, auch kurz vor Abschluss, aber eben so Sachen dürfen wir nicht verschreien, bevor es nachher auch wirklich fix sind. Klar, aber da ist man doch auch trotz Corona und so weiterhin auf Anklang gestossen eigentlich. Und die Idee trägt in dem Sinne ein bisschen Früchte bei potenziellen Kapitalgebern. Das sicher. Man hat auch dort gemerkt, dass viele gesagt haben, du, schau, ich weiss gar nicht, was passiert in den nächsten Monaten. Wir hatten auch einen grösseren Partner, der gesagt hat, hey, schau, die Leute aus dem Hintergrund haben viel Geld verloren, durch das, was anfangs Corona die Börse relativ runtergekracht ist. Also das hast du schon gemerkt. Aber ich jetzt wirklich muss sagen, die Leute, die das wirklich im professionellen Rahmen machen und gut aufgestellt sind, denen tut das wahrscheinlich nicht wirklich gross weh. Und wir haben jetzt da wirklich jemanden, wo wir relativ nahe im Gespräch sind, der das wirklich sehr, sehr gut macht und toll macht und denke, eine gute Ergänzung wäre zu uns. Und dort ist das relativ irrelevant dann, ja, genau. Okay, klingt wirklich sehr spannend. Ja, wir kommen, wie so oft, viel zu schnell, schon fast wieder zum Ende der Sendung. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen neue Zukunft schauen. Eben, erste Finanzierungsrunde klappt hoffentlich wie geplant. Was ist geplant in den nächsten 2-3 Jahren bei First Car, wenn man sich so ein bisschen das Big Picture sich vor Augen führt? Ja, also ich glaube, es ist sicher mal einfach der Übergang von einer kleinen Firma, eben das KMU ist ja bis mehrere hundert Mitarbeiter unter Umständen, oder? Aber wirklich von einer kleinen Firma, von einem Start-up, dass man wirklich kann in eine normale Firma reingehen, wo man 5, 10 oder 20 Mitarbeiter hat, wo man nachher auch die ganze Schweiz abdecken könnte, sei das mit der Beratung, sei das mit unseren Lernfahrautos. Das sind sicher die nächsten Schritte. Eben, uns ist wirklich wichtig, einfach, dass man national Ansprechpartner werden für alle Fahranfänger. Dann natürlich auch in den 2 anderen Sprachregionen, oder? Also das sind Schritte, die dann natürlich relativ viel noch erfordern mit Übersetzen. Du musst auch die Leute haben, die Leute auch können Französisch, Italienisch beraten etc. Oder? Also das sind dann schon noch grössere Schritte, aber das ist also sicher das, was angedacht ist über die nächsten Monate und Jahre. Also Wachstum ganz klar bei First Car? Ja, also sicher Wachstum primär, das ist klar, aber ich denke eben, es geht auch darum, dass wir die Produkte, die wir jetzt mittlerweile mehr haben, dass wir die besser machen können, dass wir die ausbauen können. Je mehr Nachfrage du hast darauf, desto mehr Feedback kommt auch über, oder? Und dass wir das wieder reinnehmen und das gerade umsetzen in dem Sinn. Gut. Jetzt vielleicht, wenn jemand an einem ähnlichen Punkt steht, wie du schon gestanden bist in deinem Leben, vielleicht sich überlegt, soll ich jetzt Gimi weitermachen? Soll ich nicht? Soll ich mich vielleicht nach dem Gimi direkt selbstständig machen und nicht nur ein Studium anhängen oder sonst einfach einen ähnlichen Werdegang vielleicht ein bisschen vor sich hat wie du? Was kannst du ihm für Tipps auf den Weg geben? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ehrlich ist. Also natürlich ehrlich mit den Mitmenschen, aber vor allem ehrlich mit sich selber. Das musste ich lernen, eben, dass man sich eingesteht, hey, was kann man nicht. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass man eben nicht hilferesistent ist. Ganz viele sagen, hey, ich mache das jetzt allein, ich ziehe das ganz allein durch. Das geht nicht, vor allem jetzt in der Größe, wo wir mittlerweile sind, geht es eh nicht mehr allein, nur schon zeittechnisch. Ja. Aber auch am Anfang, es gibt viele Leute im Umfeld, die einem angeben können, oder? Jetzt auch bei uns zum Beispiel, bei mir privat im Umfeld, mein Vater zum Beispiel, der hat jetzt noch nie irgendwie ein Start-up aufgebaut oder so. Aber auch der kann halt dann ganz wichtige Tipps geben, vielleicht zum Umgang mit Geschäftspartnern, zum Verhandeln oder weiss nicht was. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das mitnimmt. Ja. Weil eben in unserem Alter ist man wahnsinnig ambitioniert und innovativ und hat vielleicht auch super Ideen, aber das, was man halt nicht hat, das ist die Erfahrung, oder? Und Erfahrung ist nicht alles, aber ich sage, wenn man sich das Rucksäckchen noch ein bisschen besser schnüren kann, indem man die noch mitnehmen kann, von Leuten, die einem sowieso sagen, hey, ich helfe dir gerne, ich unterstütze dich, dann denke ich, ist das etwas, was man nutzen muss. Und das ist sicher wahnsinnig wichtig, ja. Ich denke, das ist sicher etwas, was sich schlussendlich viele Leute können zu Herzen nehmen können. Jetzt, Nico, gibt es noch etwas über First Car, das ich nicht angeschnitten habe und essentiell wichtig ist, was du noch loswerden willst? Oder haben wir die wichtigsten Themen diskutieren? Ich glaube, das Wichtigste haben wir angeschaut. Die Leute, die es wundernimmt, finden bei uns eh noch mehr Infos. Hoffentlich jetzt in aufbereiteter Form, besser als auch schon. Und denke ich, dann das ist gut. Super. Die neue Website, schaut sie euch gerne an. Ich war auch drauf, sieht wirklich cool aus. Holt euch dort noch mehr Infos, wenn ihr die braucht. Und dann wollte ich an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken für den spannenden Talk. Ja, danke. Und auch danke für die Insights, die du uns gegeben hast. Und für euch Zuschauer, am Schluss bleibt mir wie immer nur noch übrig zu sagen, abonniert uns auf YouTube und auf LinkedIn sowie auf Instagram.
dass ihr auch gar nichts mehr verpasst. Wir haben weitere spannende Gäste, die werden kommen in unser Studio. Und so verpasst ihr nichts. Danke fürs Zuschauen und schönes Tagli.